إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، wir werden بإذن الله تعالى da anknüpfen, wo wir letzte Mal stehen geblieben sind, und zwar يعني die Aussage Allahs: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Und es gibt unter den Menschen einige, die sich außer Allah Rivale zum Anbeten nehmen und lieben, wie man nur Allah lieben soll. Erwähnt hier Al-Imam Uthaymin rahimahullah, dass die Liebe ist einige Arten. Al-Mahabbatu yani anwa'un. Die erste Art der Liebe ist Al-Mahabbatu lillah. Yani die Liebe für Allah. Und diese Art der Liebe steht nicht im Widerspruch zum Tawhid. Bal hiya min kamalihi. Vielmehr ist diese Art der Liebe gehört yani zum vollständigen Tawhid. Und die zweite Art der Liebe, yani Sheikh Uthaymin rahimullah erwähnt hier eine Poesie, Mejnun Leila, yani eine Person, der verrückt war nach Leila, und Amurru ala diari, diari Leila, yani ich gehe vorbei an den Häusern, yani von Leila, yani da wo sie wohnt, dieses Mädchen. Uqabbilu dha jidar wa dha jidar, yani ich küsse die Wände und die Wände, yani einem nach dem anderen. Wa ma hubbu diyari shaghafan qalbi, yani diese ist nicht die Liebe zu diesen Häusern, die mein Herz besessen haben. Walakin hubbu man sakana diyar, jedoch die Liebe für die Person, was in diesen diyar, in diesen Häusern, yani lebt. Dass man eben versteht, yani dieses Beispiel auch hier erwähnt, die Liebe yani für etwas. Die Liebe für etwas. Du liebst diese etwas yani für Allah subhanahu wa ta'ala, wie beispielsweise sei dies eine Person oder ein Tat. Und du liebst diese Person für Allah subhanahu wa ta'ala, oder du liebst eine bestimmte Handlung für Allah subhanahu wa ta'ala. Die zweite Art der Liebe ist die natürliche Liebe, yani die instinktive Liebe, التي لا يؤثرها المرء على محبة الله. Und diese yani Qayd, diese yani Begrenzung und diese Einschränkung ist sehr, sehr wichtig, dass diese natürliche instinktive Liebe nicht Einfluss nimmt auf die Liebe gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala oder für Allah subhanahu wa ta'ala. Und sie hat keinerlei Wirkung und Einfluss. Und dies yani steht nicht im Widerspruch, eben solange dieses Qaid, diese Einschränkung eingehalten ist, steht nicht im Widerspruch zu der Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wie beispielsweise die Liebe zu der Ehefrau, die Liebe zu den Kindern, die Liebe zum Besitz, zum Vermögen. Wie beispielsweise, als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gefragt wurde, wer sind yani die liebsten Menschen dir gegenüber, dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Aisha radiallahu anha, qila, wurde zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt, al-Rijal, yani von den Männern, sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, abuha, yani ihre Vater, yani Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Dies oder beispielsweise yani Essvorlieben, yani dass man yani Essvorlieben hat, zu bestimmtem Essen geneigt ist, oder Libas, Kleidung. All diese Sachen, allati la yu'athiruha al-mar'u ala mahabbati Allah,
All dies, dieses Essvorlieben und Kleidung und Frau und Kind und Mal und so, sie hat keinen Einfluss auf die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Nicht, dass jemand sagt, ja, ich muss meine Frau lieben oder meine Kinder und dann aufgrund dessen die Religion vernachlässigt, die Pflichten vernachlässigt und sich aufgrund der Liebe zu diesen bestimmten Personen in Muharramat yani verfällt. Dann äthar alayhi, dann hat sie Einfluss genommen auf ihn. Die dritte Art von Liebe, und das ist yani, was hier im Vers auch bezweckt ist, al-mahabbatu ma'allah. Yani die Liebe mit Allah. Die Liebe mit Allah. Und die kann ja nicht verschiedenartig sein, wie Sheikh Uthaymin Rahimullah hier es erwähnt. Dass beispielsweise die Liebe zu jemandem anderen als zu Allah so ist, wie es eigentlich sich gebührt, nur Allah subhanahu wa ta'ala. Oder sogar er liebt jener Person oder jene Sache oder Besitz oder Vermögen mehr als Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn seine Liebe zu dieser bestimmten Sache im Widerspruch steht zu das, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt, dann yani, er bevorzugt seine Liebe zu jener Sache. All dies, yani, all dies ist strengsten verboten. Und somit, yani, somit kann der Mensch auch in der Liebe in Schirk verfallen. In der Liebe in Schirk verfallen. Wenn er yani, so eine Liebe empfindet, mit Demut und Hingabe und Hinzufügung und Unterwürfigkeit, wie es sich Allah subhanahu wa ta'ala gebührt. Wenn er sowas empfindet für die Geschöpfe, somit ist er in Schirk verfallen. Und diese Sache ist eben ganz tief versteckt im Herzen. Denn diese Sache ist nicht offensichtlich, dass man es mit der bloßen Augen sieht. So sollte man sich eben in diesen Sachen öfters untersuchen lassen und sich überprüfen lassen und die Nia wieder auffrischen. Nicht, dass man dann aufgrund yani der Liebe zu den eigenen Kindern oder zu den eigenen Eltern und was auch immer, dass man dann von der Religion ablässt. Von der Religion ablässt. Dann der nächste Argument, was der Autor Sheikh al-Islam Muhammad rahimahullah erwähnt, dass im Sahih, und das ist Sahih, yani Muslim, überliefert, yani vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, man qala la ilaha illallah, wa kafara bima yu'abadu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu, wa hisabuhu ala Allahi azza wa jal. Yani überliefert in Muslim, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt, wer sagt, beziehungsweise wer bezeugt mit Überzeugung, dass es niemand hat das Recht, angebetet zu werden, außer einzig und allein Allah subhanahu wa ta'ala, und er begeht Unglaube gegenüber alle, die neben Allah subhanahu wa ta'ala angebetet werden, somit yani, ist sein Besitz und sein Blut unantastbar und seine Abrechnung ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Hierzu sagte Al-Allam Uthaymin rahimahullah, in der Aussage des Gesandten sallallahu alaihi wa sallam, wa kafara bima yu'abadu min dunillah, und er begeht Unglaube gegenüber allen, die neben Allah subhanahu wa ta'ala angebetet werden, er verleugnet sie, weil ihnen steht nicht die Uluhiyya. Dem Einzigen, der die Uluhiyya zurecht steht, ist Allah subhanahu wa ta'ala. Somit, sagt Sheikh Uthaymin rahimullah, ist hier ein Beweis, dass es nicht genügt, beziehungsweise es ist nicht ausreichend, at-talaffuz,
بلا إله إلا الله. يعني bloß das auch das aussprechen vom لا إله إلا الله. Dies genügt nicht. Vielmehr, يعني es ist unumgänglich, es ist zwangsläufig, dass er eben auch Unglaube begeht gegenüber den anderen, die neben Allah subhanahu wa ta'ala angebetet werden. Denn, sagt Sheikh Uthaymin rahimullah, die Person, die sagt, La ilaha illallah, und auf der anderen Seite, er betrachtet die anderen Religionen als authentisch. Somit ist dieser Person kein Muslim. Diese Shahada, La ilaha illallah, von jener Person, der dann immer noch die restlichen Religionen als authentisch betrachtet, ist ungültig. Und er ist immer noch Kafir. Immer noch Kafir. Denn diese Religion, die einzige akzeptierte Religion bei Allah subhanahu wa ta'ala, der Islam, sie ist bestimmt worden von Allah subhanahu wa ta'ala für seine Schöpfung. Damit sie auf diese Religion beschreiten. Und deswegen erwähnt Sheikh Uthaymin Rahmah hier eine Feinigkeit, eine wichtige Angelegenheit, und zwar, man widerlegt bzw. leugnet es jene Menschen, die die folgende Aussage bzw. Wortwahl es nehmen, und zwar, El-Fikru al-Islami, dass dies nicht erlaubt ist. Übersetzt in Deutsch, islamische Gedankengut. Es gibt so ein Wort nicht in der Scharia. Weil von den Adab ist, dass man Istilahat, Wörter verwendet, beziehungsweise anwendet und Gebrauch macht, die bekannt sind in der Religion. Die bekannt sind und dies, die Ulema, legen große Wichtigkeit auf diese Sache. Dass sie nicht irgendwelche Istilahat übernehmen, die fremd sind. Und sie lassen beiseite die Istilahat, die im Koran gekommen sind, die in der Sunna gekommen sind, die von der Salaf gebraucht wurden. Das ist eine wichtige Angelegenheit. Und diese Al-Fikrul Islami, das islamische Gedankengut, das wird auch auf Deutsch gebraucht, dass dies falsch ist, unkorrekt ist, so ein Gebrauch. Was es gibt Ad-Dinul Islami, die Religion des Islam, oder Al-Aqidatul Islamiyya, die Aqida, die islamische Aqida, die Glaubensgrundlagen des Islam. Das gibt's. Aber Al-Fikrul Islami, sowas gibt's nicht. Jedoch, man kann eine Person als islamischer Denker bezeichnen. Weil dies bezieht sich auf der Beschreibung jener Person und nicht auf der Beschreibung seiner Religion. Al-Mufakir Islami. Al-Mufakir, Fikr Mufakir. Seht ihr, das kommt vom Gleichen. Mufakir ist ein islamischer Denker. Fikrul Islami darfst du nicht sagen. Mufakir Islami darfst du in ein islamischer Denker. Wieso? Weil dies bezieht sich, wie Sheikh Uthaymin sagt, لَنَّهُ وَصْفٌ لِشَخْصِ نَفْسِهِ. Dies ist eine Beschreibung für ihn spezifisch und nicht die Religion, worauf er sich befindet. Dies ist dazu. Und dann erwähnt Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimullah einige Mesail, was zu diesem Kapitel gehören. Und dann sagt der Sheikh al-Islam, fihi akbarul Mesail wa hammuha, daran sind beinhaltet die größten Angelegenheiten und die wichtigsten. Und wahia, die erste Angelegenheit ist, hier wurden diese Mesail ausnahmslos nicht weil bei den vorherigen Kapiteln, und zwar nicht al-awwal, al-thani, al-thalith und so weiter, wa hiya, wa hiya, wa minha und so weiter.
Und das ist das Recht, ja nicht der Muallif. Von diesem Mesail, aber wir werden jetzt das erste und zweite, dass es für uns einfacher fällt. Erste Mesala ist Tafsir al-Tawhid und Tafsir al-Shahada. Die Erklärung des Tawhid und die Erklärung der Shahada. Und dass diese Angelegenheit ganz deutlich und klar, yani, dargelegt und yani, erklärt wurde. Und daran ist noch, sagt Sheikh Uthaymin Rahimullah in der Erklärung, dass yani, in der Erklärung des Tawhid es muss zwei Sachen yani, vorhanden sein. Erste Angelegenheit ist, dass man sich lossagt von alles, was neben Allah angebetet wird. Und dass man die auch Kufr begeht, ihnen gegenüber. Und sie verleugnet, dass eben der Tawhid sich realisiert. Erste Angelegenheit, die zweite Angelegenheit, dass man die Uluhiyya einzig und alleine, die Anbetung einzig und alleine nur für Allah subhanahu wa ta'ala bestätigt. Somit, dass sich der Tawhid bestätigt und sich verwirklicht, es muss Nefyun, eine Verneinung, man verneint alles, was neben Allah angebetet wird, und Ithbat, und man macht die Bestätigung, dass diese Anbetung, diese Uluhiyya steht einzig und alleine Allah subhanahu wa ta'ala zu Recht zu. Und dann macht Sheikh Uthaymin rahimullah ein sprachliches Beispiel hierzu, dass man es versteht, was bedeutet La ilaha illallah. Beispielsweise, wenn man sagen würde Zaidun qa'imun. Zaid yani steht, ist stehend. Zaidun qa'imun. Hier hast du bestätigt, dass sein Stehen, dass er yani steht. Du hast bestätigt, dass er steht. Jedoch, du hast nicht bestätigt, dass er der Einzige ist, der steht. Mag sein, dass auch andere Menschen neben ihm stehen. Durch diese Satzwortwahl, Zaidun Qa'imun, yani, schaut diese Sprache und diese Wichtigkeit, und deswegen dann, yani, weil einige Menschen eben können es falsch verstehen. Wenn es mag sein, dass jetzt in dieser Räumlichkeit hier mehrere Menschen stehen, jedoch du willst nur eine bestimmte Person daraus yani, rausnehmen und bestätigen für ihn. Und wenn du sagst, er steht und dann kommt jemand rein, du hast mit ihm telefoniert gerade, und er kommt rein in die Moschee und sagt, du hast mir gesagt, yani, Abu Muhammad steht. Oder? Muhammadan, beide Abu Muhammadan. Abu Muhammad steht. Oder Abu Musa steht. Und jetzt sehe ich 10 stehen hier. Du hast mich gelogen. Und das ist eben so wichtig, dass man sich auch nach der arabischen Sprache richtet. Nicht nach unseren eigenen verarmten Sprachen. Und das zeigt auch die enorme Wichtigkeit, das Erlernen von dieser Sprache. Weil es war niemals der Fall, dass die anderen Sprachen, die so verarmt sind, über die arabische Sprache urteilen. Weil einige wollen jetzt so weit kommen. Jetzt. Sie verstehen irgendeine Angelegenheit nicht auf Albanisch oder Deutsch und sagen, das kann nicht so sein. Seit wann war die Messlatte der islamischen Religion Ad-Dinul Islami, Al-Aqidatul Islami, seit wann war Messlatte irgendwelche Westbalkansprache? Seit wann? Der Koran ist im Arabischen offenbart. Die Sunna ist im Arabischen offenbart. Der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam sprach die arabische Sprache. Der Abu Bakr, As-Siddiq al-Akbar und die restlichen
Sahaba Ridwanullahi alayhim, Creme de la Creme dieser Umma, die Sterne dieser Umma, die Diamanten dieser Umma, sie sprachen Arabisch, nicht Albanisch oder Deutsch oder Englisch. Und jetzt, wenn eine Sache im Arabischen erlaubt ist, dann soll es in unserer Sprache verboten sein. Seit wann das? Deswegen, Zayd und Qaim, Zayd steht. Du sagst, jemand ruft dich an, sagt, ja, Zayd Qaim. Er ist stehend. Und dann kommt rein und dann sieht er noch fünf andere, die stehen sind. Dann sagt er, ja, du hast ja nur Zayd gesagt. Ja gut, aber das bedeutet nicht, dass ich einzig ihn meine. Und diese Zayd Qaim bedeutet nicht, dass er nur er steht. Aber ich habe ihn nur ausgenommen. Und jedoch, wenn du sagst, La qa'imun illa Zayd. La qa'imun, niemand steht. La, Nafi, verneinst du. Niemand steht außer Zayd. Hier bestätigst du, dass er der Einzige ist, der wirklich Jani steht. Ist nicht am Sitzen oder am Liegen oder was auch immer. Seht ihr, wie wichtig ist, Jani, wie wichtig ist. Auch wenn du sagst, Allah ilah. Du sagst, Allah ilah. Weil Shahadatun la ilaha illallah, es besteht eben aus diesen Komponenten, la ilaha illallah. Nicht nur ilah Allah oder Allah ilah. Weil wenn du sagst, Allah ilahun, أَثْبَتَّ لَهُ الْأُلُوهِيَّةِ. Du hast für ihn die Uluhiyya, die Anbetung, bestätigt. Jedoch, لَكِنْ لَمْ تَنْفِيهَا عَنْ غَيْرِهِ. Jedoch dadurch hast du sie nicht verneint für anderen, die Uluhiyya. Wenn du nur sagst, Allah ilahun. Und hier kommen wir zu dieser Mas'ala, Bruder, die die Leute nicht verstehen. Allah ilahun. Und sie wollen jetzt nur, Allah ist auch hier nicht mehr hier erwähnt. Ilahun. Und sie sagen, nein, das ist gemeint, die Shahada, sie verdrehen die Shahada jetzt. Und ich verwechsle nicht La ilaha illallah mit einzelnen vorhandenen Wörtern in der Shahada. Weil jetzt, wenn du sagst, ihr sagt Sheikh Uthaymin, Allah ilahun, idha qulta, Allah ilahun. Damit hast du nicht die Shahada erklärt, der Tawhid erklärt, der verlangte Tawhid. Athbatta lillahi l'uluhiyya, lakin lam tanfiha an ghayrihi. Jedoch, wenn du sagst, La ilaha illallah. Hier verneinst du alles, was neben Allah angebetet wird. Und bestätigst du dann einzig und alleine die Ibadah, die Anbetung, für Allah subhanahu wa ta'ala. Für Allah subhanahu wa ta'ala. Dies war dazu, was Sheikh Uthaymin rahimahullah zu der ersten Mas'ala erwähnte. Dann, wenn ich wurde erwähnt, sagt der Autor, der Verfasser, Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimullah, die Ayat al-Isra, dass eben die Menschen, die ihre Salihin anbeten, dass in Wirklichkeit sie benötigen selber die Nähe zu Allah subhanahu wa ta'ala und dass dies genau nicht zum großen Schirk dazu gehört. Dann von der Mesail ist, was Sheikh al-Islam rahimullah hier erwähnt ist, auch, dass der Vers Ayatul Bara, dass darin ganz klare Verdeutlichung ist, dass die Leute der Schrift, sie haben ihren Schriftgelehrten und Mönche als Arbabun, als Herren neben Allah subhanahu wa ta'ala angenommen. Und dies war ja nicht in der Ta'a, yani sie haben die Gehorsamkeit gegenüber der Schriftgelehrten und Mönche vorgezogen vor der Gehorsamkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala.
Dann von der Angelegenheit ist auch die Aussage von Ibrahim a.s., dass er sich lossagte von allen diese Sachen, was sein Volk und sein eigener Vater anbetet, außer bestätigte die Anbetung für Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, fastathna min al-ma'budin rabbahu. Fastathna rabbahu. Lam yaqul ilahahu. Yani, yukhtiuna Muhammad. Yani, Imam, al-da'wa, al-tawhid. Yaqul, fastathna. Er macht es Ausnahme von den angebetenen Ma'budin rabbahu. Lese Ma'budahu, auch Ilahahu. Da versteht ganz klar, dass dieser Zusammenhang ist der Kontext, ja ne, über Ibadah. Dann die Aya von Surat al-Baqarah. Dass jene Menschen eben ihre Rivalen, die sie neben Allah subhanahu wa ta'ala genommen haben, dass sie sie so lieben, wie Allah geliebt werden soll. Oder, yani eben, sie stellen sogar, sagt Sheikh Uthaymeen rahimahullah, die Liebe ihnen gegenüber ist gewaltiger als die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und wie ist es dann mit einer Person, der nur yani, diese Rivalen liebt und empfindet keinerlei Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist noch gravierender, noch schlimmer und noch gewaltiger. Und von diesem Messiah ist auch yani, der Hadith vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam, dass wer bezeugt, dass es niemand hat das Recht angebetet zu werden außer Allah, bis zum Schluss. Dass dies ist von den größten Argumenten in der Verdeutlichung und Erklärung der La ilaha illallah. Denn bloß die Aussprache von diesem Wort genügt es nicht. Und auch nicht yani, das Kenntnis über deren Bedeutung mit der Aussprache. Genügt es nicht. Und auch nicht die Bestätigung genügt es nicht. Vielmehr, yani, es muss noch dazu hinzugefügt werden, yani, al-kufru bima yu'abadu min dunillah, dass man Kufr begeht gegenüber jene, die neben Allah subhanahu wa ta'ala angebetet werden. Und dass dies yani, eben die einzige richtige Religion bei Allah subhanahu wa ta'ala ist. Nicht, dass man die Meinung ist und sagt, ja, die befinden sich auch ja, auf dem rechten Weg, auf dem geraden Weg und jede seiner Sache und so weiter und so fort. Nein, dass diese Sache, ja, es verlangt von ihm, dass er ja, Unglaube begeht gegenüber ja, jene, die neben Allah subhanahu wa ta'ala angebetet werden. Dies war ja nicht dazu, zu diesem Bab, zu diesem Kapitel, die wir eben jetzt zu Ende sind. Und bi'idhnillahi ta'ala machen wir eine kurze Pause, etwa 5 Minuten. Und dann fahren wir fort mit dem nächsten Kapitel von diesem großartigen Buch. Hada wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.